Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit den besten Spielen, die der App Store uns bieten kann. Jedenfalls sollen es die besten Spiele sein, rein technisch gesehen oder ernst gemeint sieht das Ganze aber anders aus. Neue Woche, neues Glück. Dieses Mal ist noch immer Fun Race 3D auf Rang 1. Erstaunlicherweise. Wir haben aber zwei neue zweiten und dritten Plätze und heute schauen wir uns im Detail Beach Clean und Coin Master an. Das Spiel schlechthin, das mit nur berühmten YouTubern und Leuten wirkt, die im Fernsehen zu sehen sind. Und rein technisch gesehen ist dieses Spiel der größte Crap. Aber wir schauen uns das heute mal gemeinsam an. Nämlich wirklich gespielt habe ich das Ganze noch nie. Also können wir, darf ich gar nichts darüber sagen, bevor wir es auch wirklich getestet haben. Wir beginnen aber heute mit Beach Clean. Was auf den ersten Blick direkt in die gleiche Kategorie fällt wie die ganzen anderen. Es sieht ganz interessant aus. Man spielt dieses Spiel für zwischendurch und lockt vor allem viele durch Werbung an und macht den Anschein, dass es eigentlich ganz nice ist. Wie auch bei allen anderen Spielen immer nur englische Beschreibungen. Wir haben keine In-App-Käufe, die uns hier angeboten werden. Deswegen denke ich, dass das mit Werbung zugeballert ist. Bei den Updates, wie bei allen anderen Spielen, ein sehr frisch erschienenes Spiel, das keine besonderen Updates rausbringt, außer ein paar Bugfixes. Beginnen wir mit Beach Clean. Ohne mal sehen, ob wir heute Ton haben. Ich habe bei den anderen Spielen, weil ich ja wirklich, war ich mal richtig unsicher im Video, ob das an der Aufnahme liegt oder so. Aber nein, die Spiele haben keinen Ton. Das haben die Spiele nicht nötig. Die sind so gut, dass sie keinen Ton brauchen. So, Tap to Start. Wir haben wieder keinen Ton. Ich fasse es nicht. Haben die Spiele kein... Ich hoffe, dass wenigstens... Wie heißt es? Dass wenigstens unser Coin Master, dass da hunderte, tausende für Werbung raushaut, mindestens Ton hat. Also das wären die uns ja wenigstens schuldig. Wir haben Ton. Wow. Wenn wir fertig sind, kriegen wir ein leichtes Blingen. Okay, wir haben unten Werbung. Die geht sogar noch. Was kriegen wir für Werbung? Coin Master Werbung. Ganz ehrlich, ich mach den Ton aus, um ein paar Sachen darüber zu verlieren. Ich find's absolut. Oh, wir können's xen. Ich find's absolut nicht schlimm, wenn man, naja, Werbung für Apps macht oder als YouTuber. Ich meine, ich bewerbe auch Spiele. Also bezahlte Werbung finde ich auf YouTube absolut nicht schlimm. Dabei müssen für mich zwei Grundvoraussetzungen immer vorhanden sein oder. Ja, die müssen erfüllt sein, das wollte ich sagen. Nummer eins, man macht es bekannt, ja, dass das Werbung ist. Vor allem auch bei großen YouTubern, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen, ist es wichtig, dass sie auch sagen, hey, das ist Werbung. Ja, das muss man wirklich sagen. Das ist eigentlich auch vom Gesetz vorgeschrieben. Trotzdem merke ich es oft, dass einige auf diesen Disclaimer verzichten. Ja. Und Nummer zwei, man sollte schon einen gewissen Anspruch haben und nicht sein Image, seinen Wert, seine Meinung einfach so leicht zu kaufen, Deutsch haben. Man sollte sich nicht so einfach kaufen lassen für jeden Scheiß und dann dafür stehen. Das ist eigentlich traurig, wenn man sieht, wie viele große, Bekannte für Coin Master ihr Gesicht hinhalten. Obwohl es so extrem in Verruf geraten ist, was aber leider die Jüngeren nicht mitbekommen und dann einfach von der Werbung manipuliert werden und das Spiel cool finden und dann womöglich sogar noch sehr viel Geld dafür ausgeben. Ja, also ist natürlich jedem selbst überlassen, was er auch cool findet. Vielleicht finde ich das Spiel auch selbst cool, aber wenn ich werde sehr oft von Firmen angeschrieben, also ihr seht ja, ab und zu gibt es gesponserte Videos, aber ich stelle dann auch nur die Videos vor, beziehungsweise die Spiele vor, die mir Spaß machen und die ich mit gutem Gewissen an andere Leute weiterreichen kann. Also nur wirklich Spiele, die auch einen gewissen Qualitätsstandard haben und die nicht nur auf reine Werbung aus sind. Und ich meine, Apps sind so in Verruf geraten. Ich verstehe es nicht. Es ist extrem schade, dass sowas auf Platz 1 ist. Ah, es gibt so viele gute Spiele, die entweder kostenlos sind, die faire In-App-Käufe haben. Und dann gibt es auch Spiele, die ein bisschen Geld kosten, die aber dann extrem nice sind. So, was können wir über dieses Spiel sagen?
Unten die Werbung finde ich absolut nicht schlimm, dass man sich Coin Master überall. So funktioniert die Werbung. Vor allem in diesen Trash-Spielen ist die Werbung sehr extrem gelistet, damit man, selbst wenn man das runterlädt und dann sagt, oh, das ist ja gar nicht so toll, aber Coin Master sieht cool aus, dann können wir das mal spielen. So verdienen die ihr Geld. Zu diesem Spiel hier, Prinzip ist so mega simpel, wieder mega leicht gehalten und null Spannung oder irgendwas. Der Ton ist auch ein Witz. Schaut euch das an, das ist jetzt auch irgendwie null kreativ oder so. Das ganze Spiel ist eigentlich wieder Crap. Ja, unten die Werbung, wie gesagt, ist keineswegs schlimm. Allerdings nach 2 Babyrunden kommt immer so eine fette Werbung, die man zum Glück skippen kann, immerhin das. Aber ja, im Prinzip so wie die anderen. Und es ist so einfach, wir kriegen auch noch diesen Magnetstrahl, was auch immer. Und unsere Größe ändert sich und ich merke hier irgendwie null, dass hier irgendwas schwierig ist. Also, natürlich steigert sich das mit den Leveln, aber dass man sich Werbung anschauen kann, um mehr Gems zu bekommen oder so, ist vollkommen in Ordnung. Aber das hier die ganze Zeit, mies. Ich würde sagen, wir haben genug gesehen von diesem Spiel. Hat unsere Erwartungen wie immer übertroffen mit dem Qualitätsstand dieser Spiele, aber wechseln wir mal zum nächsten. Und hier genau wieder das gleiche, wieder so ein Spiel, das man unbedingt herunterladen müsste. Bis gleich! Coin Master, jetzt bin ich so gespannt. Spiel, bitte sei nicht so schlimm, wie jeder es sagt. Okay, wir spielen als Gast natürlich. Wir verbinden uns nicht mit Facebook. Habe ich nicht mehr. Okay, wir haben, glaube ich, Ton. Die fragen uns sogar, ob wir eine Push-Benachrichtigung bekommen wollen. Das haben die anderen gar nicht gefragt. Willkommen, Freund. Klicke auf die Schaltfläche bauen, um loszulegen. Es ist also, wir müssen ja auch positive Sachen sagen, im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir in dieser Serie bisher getestet haben, ist der Qualitätsstandard schon es ist von höherer Qualität als die anderen. Auf jeden Fall, ja. Aria XXX. So ist ein, auf jeden Fall haben die mehr Geld in das Spiel investiert, aber wir merken ja schon, wenn die so berühmte Gesichter die Werbung packen, wollen die damit dick Cash verdienen. Wir schauen uns die In-App-Käufe und die Updates auf der App-Seite nachher an. Wir drehen jetzt hier erstmal und sehen, ob das Spielprinzip irgendwas Besonderes hat. So, wir haben 10.000 Münzen bekommen und ja, ist es heutzutage eigentlich normal, dass sehr viele Spiele so Lootboxen und sowas anbieten, aber ich weiß nicht, ich bin davon kein Fan, wenn es so richtig in Richtung Spielautomat-Optik geht, weil es so wirklich jüngere Kinder indirekt so zu Spiel, wie wollte ich das sagen, zu Glücksspiel, ja, zu Glücksspiel verleitet. Hallo Internet, zu Glücksspiel verleitet, was extrem gefährlich ist und darauf sollte man eigentlich dringend achten. So, unsere Gewinnchance ist relativ hoch, wir haben jetzt so einen Hammer gewonnen und können wir dieses Rentier kaputt machen mit diesem Hammer? Das wäre richtig dreist. Also ich habe mitbekommen, dass jeder so sein eigenes Dorf hat und in der Werbung wurde ja auch gezeigt so, hey, hast du mein Dorf kaputt gemacht? So in irgendeiner Werbung, ich weiß nicht mehr, wer das war, Daniela Katzenberger oder so. Cringe einfach. Ja, können wir wirklich jetzt das kaputt machen? Was ist das? Das arme Tier! Oh. Ich bin gegen Glücksspiel und ich bin gegen die Verletzung von armen Tieren. Und wir sehen, wir haben 5 Versuche jetzt hier. Greife die Dörfer anderer Spieler an, um Münzen zu erhalten. Der nächste Versuch ist dann immer in einer Stunde zur Verfügung und wir wissen alle, dass jüngere Kinder noch ungeduldiger sind als vielleicht viele Ältere. Wenn die Versuche dann weg sind und die daran Spaß gefunden haben und gerne etwas kaputt machen wollen, dann können die nichts anderes machen, außer als zu warten oder naja, Geld auszugeben. Hallo? Also, ja. Ich starte mal kurz neu. Spricht aktuell nicht so viel gegen Coin Master. Wenigstens haben wir Ton und es ist jetzt wieder alles weg.
Damn, was zum Teufel, es ist wieder alles weg. Okay, also man am besten einen Account anlegen, wenn man es wirklich gesaved haben will. Ich dachte nicht, dass es... Also normalerweise, selbst wenn man als Gast spielt, dann, dann wird es auf dem Handy so normal gespeichert. Wir können wieder AEX bleiben. Wir haben keine Münzen mehr. Deswegen das gleiche wie eben. Komm, wir drehen jetzt hier. Mal sehen, wie es jetzt aussieht. Wir verdienen wahrscheinlich genau das gleiche wie eben. 80.000 jetzt bekommen. Schon wieder Jackpot ist wohl unser Glückstag heute. Und schon wieder den Triple Hammer. Nice. Und jetzt können wir wieder angreifen. Ja, nicht so... Wie soll ich das sagen? Nicht so kinderfreundlich? Irgendwie gar nicht. Mal sehen, ob es diesmal klappt mit dem Drehen, ne? Also ob wir, ob es wieder hängt. Diesmal scheint es besser zu laufen. Schon wieder gewonnen. Natürlich, Tutorial ist klar. Wir haben jetzt so ein Schutzschild einmal für unsere Stadt, damit wir nicht angegriffen werden. Ja. Und jetzt kriegen wir noch Energie. Das heißt, wir haben 10 Versuche extra bekommen. Das freut uns natürlich. Warte, besteht das ganze Spiel einfach daraus, dass wir hier drehen die ganze Zeit und hier im Tutorial natürlich dicke Gewinne erzielen zwischendurch und schon wieder jetzt einen Hammer bekommen und jetzt wieder was kaputt machen? Das ist das ganze Spiel. Oh nein. Aber wir haben Ton. Ne? Also wir können es nicht oft genug sagen, wir haben Ton. Was Schönes. Jetzt haben wir gesehen, die hat dieses Schild gehabt, deswegen wurde der Angriff abgewehrt und wir konnten da jetzt keinen Schaden zufügen. Was uns dann auch wahrscheinlich gar keine Münzen gebracht hat. Deswegen müssen wir hier ein paar Münzen bekommen. Wir kriegen jetzt dreimal das Schwein. Befalle das Dorf des Coin Masters. Okay. Dann überfallen wir das mal. Haben wir jetzt wenigstens noch was Neues? Nee, es ist genau das Gleiche. Also schon anders, aber gleicher Style. Und wir konnten nur, anstatt was kaputt zu machen, was ausgraben. Und wir haben jetzt noch zwei Schaufeln. Keine Münzen. Vielleicht haben wir hier noch eine Münze. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Münzen. Not bad, richtig viele Münzen bekommen. Ja, ich bin jetzt so, eigentlich bin ich so kein Moralapostel und sage, jedes Spiel muss irgendwas Gutes mit sich bringen. Aber man, vor allem wenn man Jüngere anspricht, muss man ein bisschen aufpassen, denke ich, was so den Inhalt des Spiels betrifft. Ja, so, das war's jetzt mit der letzten Runde. Natürlich sind wir ganz knapp an der Energie vorbei und direkt kommt die Werbung. 80 mehr Energie für 5,49 Euro. Oder wir warten jetzt knapp eine Stunde auf 5 weitere Versuche. Was denkt ihr, wie viele Kinder jetzt da sehr verlockt drauf sind, auf diesen Knopf zu drücken? Und selbst wenn es nicht klappt, weil das, die In-App-Käufe gesperrt sind durch ein Passwort, das die Eltern eingerichtet haben, ist manchmal auch nicht mal, dann fragen die vielleicht die Eltern und manchmal geben die Eltern nach und das Spiel verdient Big Money und ja, mies. Andere Werbemethode, wir können das Spiel natürlich auch teilen bzw. Freunde einladen, um dann wieder Energie zu bekommen, um das Spiel weiter zu pushen. Ja, und wir wollen uns die ganze Zeit... Nein, wir wollen uns die ganze Zeit mit Facebook da verlinken. Was können wir hier noch machen? Unser Dorf. Wir können neue Sachen bauen. Und die können wir gegen die Münzen kaufen. Okay, und dann wird es... Wir können uns nicht mal aussuchen, wo das hingestellt wird. Es bringt uns eigentlich... Bringt es uns überhaupt irgendwas? Ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwas bringt, diese Gegenstände, die wir hier hinstellen. Ich denke, das bringt noch nicht mal wirklich was. Ja, wir platzieren einfach mal alles, was möglich ist. Und ja, dann können wir das nur noch aufwerten. Im Laden sind dann alle Preise, die man hier... Oh Gott. Aber das sind so die Standardwerte, ne? Also In-App-Käufe sind eigentlich... Also vom Geld her sind die meistens ähnlich. Nur was uns geboten wird, ist dann immer so der Unterschied. Wir haben noch eine Karte... Land der Wikinger, altes Ägypten, was ich immer cool finde, aber ja, Kartensammlung, okay, einige Sachen, die noch nicht freigeschaltet wurden von mir, aber ganz ehrlich, das Spiel kann nicht gut werden, das Spiel kann nicht besser werden, sagen wir es mal so. Das Hauptspiel ist das Glücksspiel, Drehen, was so BS ist.
Man kann sich durch eine extra Werbung einen Gratisversuch dazu verdienen. Das kritisiere ich nicht, das finde ich immer vernünftig in allen möglichen Spielen, die wollen sich ja auch irgendwie finanzieren, aber wie die das Ganze umsetzen, das ist halt richtiger Crap, richtiger BS und das tut keinem gut. So, das war meine Meinung. Ich bin absolut nicht begeistert und werde dieses Spiel wieder definitiv löschen. Lasst mich wissen, wie ihr das Ganze findet. Vielleicht seht ihr das nicht so kritisch wie ich. Ich finde das Ganze sehr, 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 sehr kritisch. Naja, das soll es jetzt mit Coinmaster gewesen sein. Hier seht ihr nochmal ein paar In-App-Käufe und hier ist es wenigstens auf Deutsch. Aber wir haben ja schon gemerkt, die geben sich mehr Mühe. Also im Prinzip ist der Qualitätsstandard auch durch mehrere Updates viel besser als bei allen anderen, die wir bisher in dieser Liste gesehen haben. Aber das macht das ganze Spiel nicht zu einem guten Spiel, sondern zu einem ausgeklügelten Abzockspiel. So viel dazu. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.